Hallo liebe Freunde und willkommen zu Galaxy Games. Heute spielen wir Sleeping Dogs, ein Spiel aus dem Hause Square Enix, was für die meisten von euch ein Begriff sein sollte, wenn er mal Final Fantasy gespielt hat. Wir schlüpfen in die Rolle von Wei, einem Undercover-Polizisten, der in Hongkong sich unter die Gangster mischt und sozusagen einen nach dem anderen hochgehen lässt. Dieses Spiel, das Spielprinzip, ähnelt sehr stark dem von Rockstar Games bekannten GTA. Wir haben links unten eine kleine Minikarte, jede Menge Icons, die den meisten bekannt kommen würde. Da haben wir unser Haus zum Beispiel. Und wir machen jetzt mal die Mission Onkel Po. Kein Plan, wer das ist. Dieses Spiel ist, wie ich schon sagte, mit GTA zu vergleichen, hat ein paar leichte Neuerungen gegenüber seinem Vorbild. Zum Beispiel können wir ganz cool, vielleicht müsst ihr sehen, Autos so übernehmen. So, springen wir hier auf Autos drauf. Und können sie klauen. Also es ist wirklich mit vielen Nebenaufgaben gespickt und wie man das Gameplay halt auch kennt. Aber es gibt auch viele neue Elemente, wie eben dieses actionreiche Auto-Capturing. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und fangen die Mission an. Die bekannten Zwischensequenzen, für alle, die Englisch verstehen, können ja mitlesen, oder für alle, die Japanisch verstehen, die können mithören. Die meisten Dialoge sind auf Japanisch. Deswegen ist es auf jeden Fall oder Chinesisch. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die sprechen. Oh, mein Handy klingelt. Ja, hallo? 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 Also da hat mir jemand mitten beim Gameplay einen kleinen Streich gespielt. So, keine Ahnung, ob es meine Freundin war. Wenn ja, ich liebe dich. So, jetzt geht's weiter. Unsere Aufgabe ist, sich mit Onkel Po zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Mission abläuft. Ich bin auch relativ weit vorne. Wer wirklich vorhat, sich morgen oder so das Spiel zu kaufen, sollte jetzt vielleicht mal wegschauen. Oder von der einen Aufgabe passiert jetzt auch nichts. So wichtig ist, während wir diese Aufgaben machen, müssen wir aufpassen, dass wir keine Verwüstung anstellen, das heißt keine anderen Autos rammen oder Menschen, unschuldige Verletzer oder Polizisten, denn dann gibt es Abzüge in unserer Polizei-Experience. Es gibt zwei Experience-Leisten während der Hauptmission, eine Polizei-Experience und eine Gewalt-Experience, sozusagen eine Martial-Arts-Experience. Wenn wir bei beiden relativ erfolgreich sind, das heißt, wenn wir beim Kampf variabel sind, nicht immer die gleichen Skills einsetzen und ein bisschen auf unsere Umgebung achten, kriegen wir am Ende Erfahrungspunkte, die wir dann in einen Skilltree einsetzen können. Das heißt, wir können dann zum Beispiel Autos lautlos knacken, wir kriegen neue Attacken und solche Sachen. Wir können Leute entwaffnen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie man sich entscheidet, gibt es zwei Skilltrees, die man auch variabel beskillen kann, sage ich mal so. Und ja, kommen wir zur nächsten Zwischensequenz. Ich denke mal, die meisten können wir wegdrücken. Hier können wir zum Beispiel nicht wegdrücken. Ich drücke die Zwischensequenzen weg, damit ihr halt, wenn ihr das Spiel spielt, sie selber erforschen könnt. Dieses Spiel hat halt auch sehr viele Gimmicks nebenbei. Ihr könnt eure Freundinnen treffen, wie man das aus Spielen kennt. Es gibt jede Menge Nebenmissionen. Ihr müsst manchen Leuten einen Gefallen tun, Autos klauen, Autos kaufen. Ob man Immobilien kaufen kann, weiß nicht. Man kann in eine Karaoke-Bar gehen und so weiter und so fort. Man kann das Kämpfen trainieren. Es ist alles sehr, sehr geil gemacht, sehr umfangreich vor allen Dingen. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist sein Geld wert. Es gibt ja manche Spiele, die ihr Geld nicht wert sind. Ich will jetzt keine Simulatoren oder so nennen. Oder, was weiß ich, irgendwelche billigen Shooter à la Sniper 2 oder so. Aber dieses Spiel ist wirklich sein Geld wert. Es hat auch Online-Funktion. Das heißt, wenn ihr mit euren Freunden spielt zum Beispiel
und ihr kriegt irgendwelche Achievements, wer am längsten auf einem Reifen Motorrad fahren kann oder sowas. Und dann vergleicht sich das immer mit euren Hey Winston, Kumpels und das ist eigentlich ein what's wrong? You relativ look a little lustiges pale, man. Feature. That dog always tells me you've been throwing your weight around. Da ich aber What happened? zurzeit You guys used keinen to be Kumpel tight as habe, der shit. das auch spielt, das Is he ist here? natürlich No, he nutzlos. left a while Deswegen ago. hoffe ich so ein bisschen, dass ihr euch dazu entscheidet, das Spiel zu holen. Das ist wahrscheinlich Onkel Po, der... Ah, Da, Onkel Po. Winston. Ah, Winston, Come in. komm, sit down, have Sit some down, have some tea. tea. And you, young man, must be Wahrscheinlich waiting. müssen wir jetzt gleich für ihn einen Auftrag erledigen. Ich hoffe, wir prügeln uns dabei auch. Deswegen klicke ich alles mal schnell weg, denn unsere Gameplay-Videos sollen ja nicht in die Länge gezogen werden. So, wir müssen jetzt da ins Auto einsteigen. Alles klar. Hübsche Karre. Geht auch gut ab. Ah. Ich wollte da die Treppen hochfahren, aber da habe ich die Leute gemietet. So. Und jetzt ist der Schlauch von mir. Naja, gut. Machen wir mal die Mission weiter. Die, wie ihr seht, gibt es so Wegmarken, die uns halt so eine Route zeigen, wie wir halt nicht am besten, aber wahrscheinlich regulär an unser Ziel ankommen, das heißt nach den Verkehrsregeln. So, wir sind jetzt irgendwie an einem Parkhaus oder Warenhaus. Naja, gut. Ich hoffe, es passiert gleich ein bisschen Action. So. Hey, Roland Ho, who's So, der asking? Herr Roland Ho. Oh, jetzt haben wir eine Maschinengewehr. Jetzt geht's aber rund hier. Eigentlich wollte ich euch Faustkampf zeigen, aber Maschinengewehr ist auch was Schönes. Und natürlich setzt er sich auf die rechte Seite im Auto. Nicht wundern, wir befinden uns in Hongkong. Da fährt man anscheinend auch immer auf der linken Seite und hat das, also da ist der Fahrersitz wohl auf der rechten Seite. Also das Spiel ist schon originalgetreu. Es hat auch diese klassischen Witze, die auch GTA hat, was die Radiosender und Plakate angeht. Also der Humor ist so ziemlich der gleiche. Ich glaube, da hat sich Square Enix mit Absicht an die große Vorlage gehalten. Warum denn auch nicht? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man bei guten Spielen was nachmacht. Ich finde, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Das sieht man vor allen Dingen bei diesem Spiel hier. Try to pass the back up. Was ist das denn? Achso, ich muss hier Kollegen weghauen, oder wie? Achso, okay, da können wir. So. Was ist denn Wagen los? Ah, da lief aber was. Okay. Das war jetzt scheiße. Das war richtig scheiße. Ey, das ist mir noch nie passiert, ne? Das ist wie immer dieser Vorführeffekt. Natürlich kommt hier kein einziger Wagen vorbei. Mann, wie ist das denn passiert? Hier, wir können zwar ein bisschen rumballern. Ach nee, das gibt's nicht. Das ist echt bitter. Ach, das ist mir echt noch nie passiert. Aber ich hoffe, wir können jetzt von einem guten Checkpoint aus starten. Wer GTA gespielt hat, weiß, dass es manchmal sehr frustrierend war, dass man ganz von vorne anfängt. Hier ist es nicht der Fall. Hier können wir zielen so und zack, 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 zack. Ich versuche es jetzt ein bisschen besser zu machen, dabei ein bisschen zu zielen. Wir versuchen auf die Reifen zu zielen. Aha, okay, gut. Da haben wir schon. Sehr actionreich, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, wir müssen dann. So, wir kommen mal ein bisschen näher hier. Wir können ihn auch durch Schrammen auseinandernehmen. Oh, die schießen aber auch auf mich, deswegen. Ich schieße mal zurück. Den Kollegen fahren wieder weg. Den auch. Und die Reifen. So. Sehr schön. Catch up. Patsy. So. Aha, ich glaube, der da ist auch. So, mit X können wir die auch haben. Aber es bringt wahrscheinlich nicht so viel. So, ciao, 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 ciao. So. Sollen wir hier ein bisschen aufpassen? So. Ah, das ist gleich der nächste Wagen, den wir wahrscheinlich platt schießen müssen. Also für Munition haben wir gar nicht mehr. Deswegen versuchen wir den mal schnell kaputt zu machen. Ein bisschen Munition sparen. Auch mehr. So. Oh, durch den Reifenschuss sind die sofort weg.
Ich möchte dazu sagen, dass ich gerade mit Gamepad spiele, deswegen ist das Zielen auch nicht gerade das Einfachste. Und wir kommen langsam zum Ende unseres Videos. Ich hoffe, ich konnte euch genug zeigen. Es gibt natürlich auch die Polizei, es gibt Faustkämpfe. Ich bin gerade an dem Teil angekommen, wo die Schusswaffen so ein bisschen eingeführt werden. Und ich denke mal, das wird so der Großteil, den Großteil des Spiels ausmachen. Genau wie bei GTA, der mit Faustkämpfen und so anfängt und dann einfach nur Ballereien endet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Karre jetzt abschießen soll oder beschützen soll. Oder ihn mal verfolgen soll. Stop the car without killing. Okay, achso, ja. Ich soll aufs Auto springen. Was wir schon davor gesehen haben. Dafür muss ich den aber auch ein bisschen näher kommen. Jetzt. Ah! Hahaha! So. Und damit sage ich Tschüss, Leute. Und macht's gut. Haut rein und kauft euch das Spiel. Das ist richtig geil.